Ja, dabei will ich es belassen. Das Thema seines heutigen Vortrags lautet Risse im Netz, abtrünnige Karrieristen und Verschwörer im Ottonischen Imperium 983 bis 1002. Herr Huschner, ich darf Ihnen hiermit das Pult überlassen. Lieber Herr Dovstedt, vielen Dank für die freundliche Einführung, meine Damen und Herren. Im Jahre 962 hatte der aus Sachsen stammende Otto I. das westliche Kaisertum wiedererrichtet. Es war zuvor durch Karl den Großen 800 nach mehr als 300-jähriger Unterbrechung erneuert worden und seit 924 für fast 4 Jahrzehnte vakant geblieben. Im Unterschied zu diesem diskontinuierlichen westlichen Kaisertum repräsentierte der byzantinische Imperator in Konstantinopel das ununterbrochene römische und christliche Kaisertum seit der Spätantike. Im Früh- und Hochmittelalter war Konstantinopel das Zentrum der christlichen Welt, an dem sich die Herrscher Europas und des Mittelmeerraumes orientierten. Das drückte sich auch in den Titulaturen aus, mit denen man die verschiedenen christlichen Herrscher bezeichnete. Bevor Otto I. nach der Kaiserkrönung 962 mit seiner neuen Würde als Urkundenaussteller auftreten konnte, mussten sich die Berater an seinem Hof darüber verständigen, mit welcher konkreten Titulatur er innerhalb des Imperiums sowie im mediterranen Kommunikationsraum nach außen präsentiert werden sollte. Nach dem Basileus in Konstantinopel und Zar Peter von Bulgarien amtierte Otto I. nur als dritter Kaiser in der christlichen Welt. In Reaktion auf die neue westliche Kaiserwürde Karls des Großen hatte man in Konstantinopel auf der theoretischen Ebene der Titulaturen eine etwas veränderte Hierarchie eingeführt. Der byzantinische Herrscher wurde fortan als Kaiser der Römer, Basileus Romaion, tituliert und damit exklusiv in die Tradition der antiken römischen und universalen Kaiser gestellt. Darunter war seit 800 ein partikulares, regionales Kaisertum positioniert. Es sollte nicht mit dem exklusiven Zusatz Römer, sondern nur mit dem Namen jenes Volkes verbunden werden, über das der jeweilige Herrscher gebot. Aus byzantinischer Sicht waren Karl der Große und seine westlichen Nachfolger Kaiser der Franken oder Kaiser der Franken und Langobarden. In Konstantinopel selbst hatte sich seit dem 7. Jahrhundert der Titel Basileus für die Bezeichnung des Kaisers durchgesetzt. Die neue Würde Ottos des I. wurde 962 in den lateinischsprachigen Kaiserurkunden propagiert, die Gelehrte und ranghohe Geistliche anfertigten, die zum ottonischen Hof oder zur Empfängerseite gehören konnten. Sie wurden nicht nur am Herrscherhof, sondern auch an den Sitzen der geistlichen und weltlichen Empfänger gezeigt und verlesen. So gelangte die Kunde vom neuen kaiserlichen Rang Ottos des I. bald in die vielen verschiedenen Gebiete seines transalpinen Imperiums. Gleich in den Eingangsprotokollen der ersten Kaiserurkunden, also in der ersten Zeile, präsentierte man den Aussteller als Otto Divina Favente Imperator Augustus. Diese Konfiguration, die sich aus dem Herrschernamen, also Otto, der göttlichen Legitimationsformel Divina Favente, sowie aus dem Funktionstitel Imperator und dem Hoheitstitel Augustus zusammensetzte, wurde während der gesamten Regierungszeit Ottos I. beibehalten.
Im Schlussprotokoll führte man in der Signumzeile mit dem Herrschermonogramm den Kaiser- und den Augustustitel nochmals auf. Seit 963 kombinierte man beide Titulaturen häufig mit zwei Beiwörtern, etwa Signum Domni Ottonis Magni et Invictissimi Imperatoris Augusti, also Zeichen des Herrn Otto, des großen und unbesiegbaren Kaisers Augustus. Die Urkunden Ottos I. wurden seit Februar 962 mit einem neuen kaiserlichen Wachssiegel beglaubigt. Während die Titulaturen in den Protokollen und in den Schlussprotokollen der Kaiserurkunden von wechselnden Geistlichen geschrieben wurden, die zur Aussteller- oder Empfängerseite der Diplome gehören konnten, verfügte nur die Ausstellerseite exklusiv über das Siegel. Vor allem die Umschrift auf den Siegeln lässt deshalb erkennen, wie der ottonische Hof den neuen westlichen Kaiser bezeichnen wollte. Das Kaisersiegel Ottos I. zeigt den Herrscher frontal in Form eines Brustbildes. Diadem, Fahnenlanze und Schild, die Attribute auf dem Königssiegel, ersetzte man durch Krone, Zepter und Globus auf dem Kaisersiegel. Die Umschrift auf dem Kaisersiegel lautete Otto Imperator Augustus. Die bildliche Darstellung des regierenden Imperators auf den Siegeln evozierte in Verbindung mit dessen verbaler Darstellung in den Protokollen beim Verlesen und Zeigen der Urkunden die virtuelle Präsenz Kaiser Ottos I. an den vielen verschiedenen Empfängersitzen des Imperiums. Die ottonischen Hofgeistlichen hatten sich also dafür entschieden, den neuen westlichen Kaiser mit den Bezeichnungen Imperator und Augustus, aber ohne Römertitel auf den Siegeln zu präsentieren. In diesem zentralen Punkt akzeptierte man die etablierte Hierarchie im Mittelmeerraum. Einerseits folgten die Hofgeistlichen mit der gewählten Standardtitulatur der karolingischen und auch der nachkarolingischen Tradition, andererseits ließen sie mit Blick auf Byzanz die Reichweite des neuen ottonischen Kaisertums offen. Für die Ottonen, meine Damen und Herren, war die Titulatur Imperator Romanorum, Kaiser der Römer, natürlich ebenfalls erstrebenswert. Er galt als der ranghöchste Kaisertitel. Denn in spätantiker Tradition setzten die Zeitgenossen das Imperium Romanorum mit dem Imperium Christianorum gleich. Der Kaiser der Römer war theoretisch für alle Christen zuständig, unabhängig davon, ob sie innerhalb oder außerhalb seines Imperiums lebten. Auf die Idee, Otto I. als deutschen Kaiser zu bezeichnen, konnten die Zeitgenossen allerdings nicht kommen. Eine solche Vorstellung existierte überhaupt nicht. Sie ist vielmehr eine Erfindung preußischer Historiker nach der Erhebung Wilhelms I. zum Kaiser 1871. Um das neue deutsche Kaisertum von 1871 mit einer möglichst langen Tradition und zugleich mit einer überregionalen Relevanz auszustatten, verlängerten es die Historiker des 19. Jahrhunderts bis in die Zeit der Ottonen, Salier und Staufer zurück. Das betraf ebenfalls die Königszeit Ottos I. Für die Zeitgenossen war Otto I. der König des Ostfränkischen Reiches. Meine Damen und Herren, für den ottonischen Hof war die Tradition des antiken Römischen Reiches, das im Osten Europas mit dem oströmisch-byzantinischen Reich weiter existierte, der wichtigste Orientierungsmaßstab. Deshalb strebte man nach der Herstellung einer möglichst symbolträchtigen Beziehung zum Basileus in Konstantinopel. Der Hauptauftrag ottonischer Gesandtschaften nach Konstantinopel lautete deshalb, eine Ehe zwischen Otto II. Und einer im Purpursaal des kaiserlichen Palastes am Bosporus geborenen Prinzessin anzubahnen. Als Präzedenzfall für den ottonischen Wunsch
diente die Eheschließung zwischen Zar Peter von Bulgarien und der Prinzessin Maria 927, die mit der Akzeptanz des Kaisertitels für den bulgarischen Herrscher durch den Basileus verbunden war. Aus der Perspektive der Mittelmeerwelt bekleidete Otto I. 962 nach dem Basileus und dem bulgarischen Zaren den dritten Rang unter den christlichen Herrschern. Aus der Sicht von Konstantinopel rangierte der Homo Novus aus Sachsen nach dem byzantinischen Haupt und den beiden byzantinischen Mitkaisern sowie dem bulgarischen Zaren wohl erst an fünfter Position in der christlichen Welt. Und das, meine Damen und Herren, wollte Otto I. durch eine prestigeträchtige Eheverbindung unbedingt verändern. Zu Weihnachten 967 ließ Otto I. seinen schon 961 zum König erhobenen Sohn Otto II. In Rom zum Mitkaiser krönen. Nach byzantinischem Vorbild gab es nun auch im Westen ein Haupt- und ein Mitkaisertum. Man propagierte es in unterschiedlichen Formen. So integrierte man Otto II. Mit dem Titel Co-Imperator in die Kontexte und Datierungen mehrerer Urkunden Ottos des Ersten. Gelegentlich ließ man Otto II. Auch mit einem Diplom, das ihn selbst als Aussteller nennt, vorausgegangene Urkunden seines Vaters bestätigen. Relevant ist, dass am ottonischen Hof seit 968 ein separates Siegel für Kaiser Otto II. Zur Verfügung stand, welches das ottonische Haupt- und Mitkaisertum deutlich repräsentieren konnte. Das Mitkaisersiegel Ottos II. Ist etwas kleiner als das Siegel des Hauptkaisers. Es zeigt Otto II., aber ebenso wie Otto I., in Frontaldarstellung mit Krone, Globus und Zepter. Die aufgelöste Umschrift Otto Imperator Augustus entspricht auch jener des väterlichen Siegels. Das lange und in einer Lilie endende Zepter, das Otto II. Über der Schulter trägt, bildet den hauptsächlichen ikonografischen Unterschied zum Siegel Ottos des Ersten. Nach der Kaiserkrönung Ottos II. Erhob sein Vater nun den Anspruch auf Anerkennung des bereits in zweiter Generation sichtbaren westlichen Kaisertums durch den Basileus. Die ottonische Seite forderte dafür die ranghöchste byzantinische Braut für Otto II. In Konstantinopel regierte aber seit 963 mit Nikephoros II. Phokas ein ehemaliger Befehlshaber des byzantinischen Ostheeres. Dieser engagierte sich persönlich vor allem für die erneute Ausdehnung seines Imperiums im Osten. Gleichwohl war er nicht geneigt, eine Reduzierung des byzantinischen Einflusses im Westen einfach hinzunehmen. Er war zu einer Übereinkunft mit dem neuen westlichen Imperator, der aus seiner Perspektive völlig überzogene Forderungen stellte, nicht bereit. Deshalb endeten auch die ottonischen Gesandtschaften erfolglos. Schließlich erkannte man in Konstantinopel sogar die kaiserliche Würde Ottos I. nicht mehr an, sondern bezeichnete ihn nur noch als König. Das Gepäck des ottonischen Gesandten wurde vor dessen Rückreise genau kontrolliert. Purpurfarbene Gewänder und Mäntel, von denen die Byzantiner annahmen, sie seien für Otto I. bestimmt, nahm man den Gesandten gegen Erstattung des Kaufpreises wieder ab. Solche Kleidungsstücke zu tragen, sei nur ihren Herrschern vorbehalten, soll die Begründung gelautet haben. Der byzantinisch-ottonische Konflikt entschärfte sich erst, nachdem es Ende 969 zu einem überraschenden Kaiserwechsel in Konstantinopel gekommen war. Nikephoros II. Phokas war ermordet worden. Sein Nachfolger, Johannes Tzimiskis, musste sich sogleich einer Bedrohung der Byzantiner durch den Fürsten der Kiewer Rus stellen,
der die Bulgaren besiegt hatte. Der Basileus zwang den Kiewer Fürsten mit militärischen Mitteln zum Abzug und gliederte Bulgarien politisch und kirchenorganisatorisch in das byzantinische Imperium ein. Wie sein Vorgänger interessierte sich Johannes Tzimiskes aber vor allem für die östliche Grenze seines Imperiums. Aufgrund dieser Prioritätensetzung im Norden und Osten lenkte der neue Basileus gegenüber dem Westkaiser ein und offerierte ein Bündnis. Die nächste ottonische Gesandtschaft nach Konstantinopel verlief deshalb erfolgreich. Allerdings sandten die Byzantiner nicht die von ottonischer Seite gewünschte purpurgeborene Prinzessin als Braut für Otto II. In den Westen, sondern Theophanu, eine Verwandte des neuen Basileus. Am Sonntag nach Ostern 972 wurde Theophanu in Rom mit Otto II. Vermählt und durch den Papst zur Kaiserin gekrönt. Die Ausstattung der byzantinischen Prinzessin und nunmehrigen Kaiserin Theophanu mit ihrer Morgengabe ist durch eine nahezu einzigartige Urkunde überliefert, die nach dem Vorbild byzantinischer Auslandsschreiben auf purpurfarbenem Pergament und mit Goldschrift, aber künstlerisch noch viel aufwendiger gestaltet wurde. Ranghohe kaiserliche und päpstliche Geistliche, die in Protokollfragen versiert waren, stellten darin die byzantinisch-ottonischen Beziehungen aus päpstlicher und westkaiserlicher Perspektive dar. Sie präsentierten Otto II., also den Ehemann, als Aussteller und dessen Vater ohne den exklusiven Römertitel. Allerdings bezeichnete man Johannes den I. Tzimiskes ebenfalls nicht als Kaiser der Römer, sondern als Imperator von Konstantinopel. Auf diese Weise erschienen Otto I. und Otto II. Den Lesern und Hörern des Textes als Kaiser von Rom. Zudem verwies man geschickt auf das viel höhere Alter der Kaiserstadt am Tiber und betonte damit das für die Zeitgenossen relevante Kriterium der Anzianität bei der Beurteilung von Rangfragen. Danach figurierten Otto I. und Otto II. Als Kaiser über das traditionelle alte Rom, während Johannes Tzimiskes nur über das abgeleitete und viel jüngere neue Rom am Bosporus gebot. Dies, meine Damen und Herren, blieb allerdings die Ausnahme. In den üblichen Urkunden Ottos I. wurde auf den Römertitel weiter kein Bezug genommen. Die Kombination Imperator Augustus war seit 962 die Standardtitulatur für Otto I. und danach für Otto II. Anders als es die Byzantiner vorschlugen, ließ sich die ottonische Seite theoretisch aber nicht auf ein Kaisertum der Franken oder ein Kaisertum der Franken und Langobarden festlegen. Allerdings verzichtete die ottonische Seite bis zur Kaiserkrönung Ottos III. 996 darauf, den Römertitel auf den Kaisersiegeln zu verwenden. Zumindest für die gebildeten Zeitgenossen war daran erkennbar, dass der neue westliche Imperator Otto I. den Vorrang der byzantinischen Kaiser innerhalb der Christenheit akzeptierte. Nach der Hochzeit zwischen Otto II. Und Theophanu 972 war das Hauptziel der jahrelangen Bemühungen Ottos I. erreicht, eine allseits sichtbare Anerkennung seines noch jungen Kaisertums durch den Basileus zu erhalten. Der ottonische Hof reiste danach in das Nordalpine Reich und nach Sachsen zurück. Zu Ostern 973 hielt Kaiser Otto I. nochmals einen großen Hoftag in Quedlinburg ab. Dorthin sollen viele Gesandte aus benachbarten und entfernten Ländern im euromediterranen Raum gekommen sein. Am 7. Mai
973 ist Otto I. gestorben und bald darauf in Magdeburg beigesetzt worden. Kaiser Otto II. Übernahm nun im Alter von 18 Jahren die Regierung. Vor ihm stand zuerst die Aufgabe, die politischen Binnenstrukturen des Imperiums möglichst ebenso stabil zu halten, wie sie im vergangenen Jahrzehnt gewesen war. Und das bildete die wichtigste Voraussetzung für die weitere Präsenz des ottonischen Imperiums im euromediterranen Raum. Wie war das ottonische Imperium in der Binnensphäre organisiert? Das nordalpine und das südalpine Königreich bildeten eine Union. Beide Königreiche sowie das transalpine ottonische Imperium basierten vor allem auf personalen und auf wenigen institutionellen Strukturen. Sie bestanden aus vielgestaltigen personalen Beziehungsgefügen von geistlichen und weltlichen regionalen Herrschaftsträgern. In dem komplexen Netzwerk der sozialen Führungsgruppen sollte der Herrscher möglichst das integrative Zentrum bilden. Adelsfamilien verfügten in ihren Regionen über eigene Besitzungen und Herrschaftsrechte, die unabhängig vom König oder Kaiser waren. Der Herrscher musste bei allen wichtigen Entscheidungen, die das gesamte Imperium oder nur eine Region betrafen, die Interessen der betroffenen geistlichen und weltlichen Großen berücksichtigen. Sie bildeten und trugen das Regnum oder Imperium gemeinsam mit dem König oder Kaiser. Man bezeichnet diese Form der Regierung als konsensuale Herrschaft. Die einzige raumstrukturierende Institution, an die sich der Herrscher anlehnen konnte, war die Kirchenorganisation mit ihrer Gliederung in Erzbistümer und Bistümer. Deshalb versuchten die Ottonen schon ziemlich früh, besonders die Besetzung von Erzstühlen zu beeinflussen, weil Erzbischöfe in vieler Hinsicht ihre wichtigsten Kooperationspartner waren. Unter den weltlichen Fürsten waren die Herzöge die wichtigsten Kooperationspartner oder Gegner der ottonischen Herrscher. Das Ottonische Reich, meine Damen und Herren, verfügte zwar über keine Hauptstadt, aber über bestimmte Regionen, in denen die periodische Kommunikation zwischen den Herrschern sowie den geistlichen und weltlichen Großen vorzugsweise stattfand. Um die erforderlichen periodischen Zusammenkünfte zwischen dem Herrscher und den regionalen geistlichen und weltlichen Fürsten zu ermöglichen, reisten sowohl die Herrscher als auch die Großen und trafen sich an verschiedenen Orten. Das politische Zentrum dieses Reiches war der reisende Kaiser oder Königshof, der unterwegs Tage oder wochenweise an verschiedenen Orten Station machte. Bei der Untersuchung dieser Herrscherreisen stellte sich heraus, dass die Treffpunkte für Hoftage, Synoden oder andere Zusammenkünfte nicht gleichmäßig über das nordalpine Regnum verteilt, sondern vor allem in drei Regionen stattfanden, die man als politische Zentralräume bezeichnen kann. Das waren das Harzumland in Ostsachsen-Nordthüringen mit den politischen Vororten Altstädt, Magdeburg und Quedlinburg, das Rhein-Main-Gebiet mit Frankfurt, Ingelheim, Mainz und Worms sowie das Niederrhein-Maas-Gebiet mit Aachen, Köln und Nimwegen. An verschiedenen Orten dieser drei Zentralräume fanden weitaus die meisten Versammlungen zwischen den Herrschern und den Großen statt. Die Eigenbesitzungen der Ottonen in Ostsachsen und in Thüringen bildeten die wirtschaftliche Basis für die längeren Aufenthalte des Herrschers in diesem Zentralraum. Im Rhein-Main-Gebiet sowie in Niederlothringen, also im Niederrhein-Maas-Gebiet, nutzten die Ottonen für die wirtschaftliche Absicherung ihrer Aufenthalte
ehemals karolingische Besitzungen und Herrschaftsrechte. Die Verbindungswege zwischen diesen drei Zentralräumen waren infrastrukturell so weit ausgebaut, dass der Königshof sie auf seinen Durchreisen regelmäßig nutzen konnte. Dafür nahmen die Herrscher oft Beherbergung und Verpflegung durch bischöfliche Kirchen und königliche Klöster in Anspruch. Die zu den Versammlungen in die Zentralräume reisenden geistlichen und weltlichen Fürsten mussten dafür eigene Infrastrukturen errichten. Die Großen aus Schwaben reisten meist zu Versammlungen in das Rhein-Main-Gebiet, die bayerischen Großen begaben sich meist nach Ostsachsen oder Thüringen. Für spezifische Treffen zwischen dem Herrscher und bayerischen Großen wurde auch mehrfach Regensburg, der politische Vorort Bayerns, genutzt. Ansonsten durchquerten die ottonischen Herrscher Bayern und Schwaben meist nur auf dem Weg nach Italien. Für Zusammenkünfte mit den Großen in Italien reiste der ottonische Hof auf die Apenninenhalbinsel und blieb dort meist mehrere Jahre. In Italien war die Lombardei ein politischer Zentralraum ottonischer Kaiserherrschaft. Aufgrund der qualitativ höheren Infrastruktur mit immer noch antiken Grundlagen konnten Pavia und Ravenna in Oberitalien sowie Rom in Mittelitalien als politische Zentralorte für Versammlungen mit geistlichen und weltlichen Fürsten dienen. Umgekehrt reisten auch geistliche und weltliche Große aus Italien oder ihre Boten und Gesandten in nordalpine Zentralräume, wenn sich der ottonische Hof dort aufhielt. Man schätzt, dass ca. 200 bis 300 Personen zum engeren Gefolge des Herrschers gehörten. Dazu zählten natürlich auch die Höflinge der Königin bzw. Kaiserin, wenn sie mitreiste. Und in der Regel reiste sie mit. Sie durfte nur in einer Pfalz oder in einer Bischofskirche bleiben, wenn sie schwanger war. An Orten, zu denen sich mehrere Große gleichzeitig mit eigenem Gefolge begaben, umfasste der so erweiterte Hof etwa um die 1000 Personen. Anlässlich von überregionalen Versammlungen und kirchlichen Hochfesten konnten sich auch mehrere tausend Personen am Herrscherhof aufhalten. Nach dem Tode Ottos I. im Mai 973 trat sein Sohn Otto II. Unangefochten die Nachfolge an. Aber bereits im ersten Regierungsjahr erhielt das fragile Netz der fürstlichen Mitregenten des Imperiums einen großen Riss. Nach dem Tode des Herzogs Burkhard von Schwaben erhob der Kaiser im Spätherbst 973 seinen Jugendfreund Otto, den Sohn des 937 verstorbenen Herzog Liudolfs, zum neuen Herzog von Schwaben. Kaiser Otto II. Überging damit die Ansprüche der Witwe des verstorbenen schwäbischen Herzogs, die eine Schwester Herzog Heinrichs von Bayern war. Dieser Heinrich war ein Sohn des Bruders Ottos I., der ebenfalls Heinrich hieß. Dieser jüngere Bruder Ottos I. hatte in den 930er und 940er Jahren mehrfach an der Spitze von Aufständen der Gegner Ottos I. gestanden. Da er die Königswürde als jüngerer Bruder nicht erlangen konnte, forderte er eine möglichst umfangreiche Beteiligung an der Reichsregierung ein. Nachdem er 947 mit Ottos Hilfe Herzog von Bayern geworden war, verhielt sich Heinrich bis zu seinem Tode 955 loyal. Dessen gleichnamiger Sohn Heinrich wurde der neue Herzog von Bayern. Damit stellte die Otto-Linie aus der Familie der Liudolfinger die Könige und Kaiser und die Heinrich-Linie die Herzöge von Bayern. Aber der seit 955 amtierende Herzog Heinrich von Bayern hielt sich nur während der Regierungszeit Ottos I. zurück.
die Besetzung der schwäbischen Herzogswürde mit dem vertrauten Kaiser Ottos II. Akzeptierte er nicht. Über seine Schwester Hartwig, die mit dem verstorbenen Herzog von Schwaben verheiratet war, besaß Heinrich von Bayern auch einen erheblichen Einfluss auf das benachbarte Herzogtum. Diesen enormen Herrschafts- und Einflussbereich der bayerischen Linie der Liudolfinger im Süden des Ostfränkischen Königreiches hatte der Kaiser mit der Herzogserhebung seines Jugendfreundes Otto deutlich reduziert. Herzog Heinrich von Bayern, der von den Historikern diesmal nicht zu Unrecht den Beinamen der Zänker erhielt, verbündete sich mit den Herzögen von Böhmen und von Polen gegen den Kaiser und bereitete eine offene Rebellion vor. Diese Koalition drohte nicht nur den Herrschaftsverband des nordalpinen Regnums, sondern auch den des Imperiums erheblich zu stören, denn die Verbindungen nach Italien liefen meistens über Bayern. Nach einer Beratung, mit geistlichen und weltlichen Großen, die zum Kaiser standen, wurden Heinrich der Zänker und seine Anhänger aufgefordert, vor einem kaiserlichen Hoftag zu erscheinen und sich dort zu verantworten. Falls sie sich weigern sollten, wurde ihnen die Exkommunikation angedroht. Dieses Risiko war Heinrich dem Zänker offenbar zu hoch. Er unterwarf sich dem Kaiser, bevor es zu militärischen Auseinandersetzungen kam. Er wurde in Ingelheim inhaftiert und erst 976 wieder freigelassen. Nach Bayern zurückgekehrt, setzte Heinrich der Zänker seine Opposition gegen Otto II. Aber fort. Zu seinen Anhängern zählten vor allem geistliche und weltliche Herren Bayerns, aber auch einzelne sächsische Adlige. In bayerischen Annalen hielt man fest, dass Heinrich der Zänker dem Kaiser die Herrschaft streitig machen wollte. Otto II. Reagierte dieses Mal militärisch. Er bot mit Hilfe der kaisertreuen Fürsten ein großes Heer auf und belagerte Regensburg, den Hauptort des bayerischen Herzogtums. Heinrich dem Zänker blieb als Ausweg nur die Flucht zum Herzog von Böhmen. Der Kaiser zwang aber auch diesen Herzog zur Unterwerfung. Der Herzog von Böhmen durfte nach seiner Unterwerfung im Amt bleiben, nicht aber Heinrich der Zänker. Er wurde dieses Mal in Utrecht inhaftiert und blieb dort bis zum Tode Ottos II. Das Herzogtum Bayern übertrug der Kaiser nun Herzog Otto von Schwaben, seinem Jugendfreund, der damit über die beiden großen Herzogtümer südlich der Mainlinie gebot. Im Falle Heinrichs des Zänkers sah der Kaiser offenbar keine Reintegration in den Herrschaftsverband mehr vor. Vielmehr sollte die weltliche Herrschaft der bayerischen Linie der Liudolfinger nun endgültig enden. Der älteste Sohn, Heinrichs des Zänkers, wurde für eine geistliche Laufbahn bestimmt und an der Hildesheimer Domschule ausgebildet. Es sollte aber anders kommen. Im Jahre 982 war Otto II. In das byzantinisch beherrschte Süditalien gezogen, um die Angriffe des Emirs von Sizilien auf das süditalienische Festland zu stoppen. Die auf beiden Seiten verlustreiche Schlacht ging jedoch verloren und Kaiser Otto II. Selbst konnte nur mit knapper Not entkommen. Otto II. Wollte nun einen weiteren Feldzug nach Süditalien unternehmen, benötigte dafür aber die Zustimmung der Fürsten, die das Heeresaufgebot stellen mussten. Auf einer großen Versammlung zu Pfingsten 983 in Verona wurden grundlegende Beschlüsse gefasst, die die Zukunft des ottonischen Imperiums betrafen. Die dort versammelten Fürsten aus beiden Königreichen wählten den 980 geborenen Otto III. Zum König und damit zum potenziellen Nachfolger Kaiser Ottos II.
Die Sorge für den kleinen König wurde dem Erzbischof von Köln anvertraut, der ihn mit über die Alpen nach Norden nahm. Der Erzbischof von Mainz, der ranghöchste Kirchenfürst im nordalpinen Königreich, und der Erzbischof von Ravenna, der ranghöchste Kirchenfürst im südalpinen Regnum, weihten und krönten Otto III. Zu Weihnachten 983 in Aachen zum König. Mit dieser gemeinsamen Königserhebung sollte unter anderem der in Italien vorherrschenden Tendenz der Fürsten, möglichst immer zwei Könige zu erheben und sie anschließend beide gegeneinander auszuspielen, entgegengewirkt werden. Außerdem versuchte man damit, eine Union gleichberechtigter Königreiche herzustellen und sie auf der Ebene der sozialen Führungsgruppen enger miteinander zu verzahnen. Ob sich diese Schritte bewähren würden, sollte sich bald zeigen. Denn Kaiser Otto II. Starb überraschend am 7. Dezember 983 in Rom, wo ihn seine Gemahlin Theophanu auch bestatten ließ. Es ist der einzige Kaiser aus dem nordalpinen Reich, der in St. Peter bestattet worden ist. Mit dem Grabmal Ottos II. Im Atrium von St. Peter wurde der Rombezug des mittelalterlichen westlichen Kaisertums, aber auch des ottonischen Kaisertums sehr deutlich demonstriert. Nach dem Tode Ottos II. Zeigte sich sehr schnell, dass die bisherigen Maßnahmen zur Nachfolgeregelung nicht ausreichten, um Kontinuität in der Thronfolge und damit Stabilität der Verhältnisse im Inneren des Imperiums zu gewährleisten. Otto III. War erst 3 Jahre alt und konnte also noch nicht regieren. Er benötigte einen Vormund, der für ihn die Regentschaft übernahm. Der nächste männliche Verwandte Ottos III. War aber Heinrich der Zänker, der nach dem Tode Ottos II. Sogleich aus der Utrechter Haft entlassen wurde. Er begab sich nach Köln und ließ sich das Königskind vom Erzbischof aufgrund seiner verwandtschaftlichen Rechte übergeben. Heinrich der Zänker wollte nicht nur die Regentschaft für Otto III. Übernehmen, sondern strebte selbst die Königswürde an. Es sprechen mehrere Indizien in der Quellenüberlieferung dafür, dass er Otto III. Vom Thron verdrängen wollte. Die wichtigste Voraussetzung dafür war, dass die sächsischen Fürsten ihn dabei unterstützten. Er lud alle sächsischen Großen zur Feier des Palmsonntages 984 nach Magdeburg ein. Dort warb er bei ihnen um Zustimmung zu seiner Königserhebung. Einige Fürsten schlossen sich ihm an, andere verhielten sich reserviert. Heinrich der Zänker gewann aber so viele Anhänger, dass er mit ihnen das Osterfest in Quedlinburg feiern konnte. Er imitierte damit die Gewohnheit Ottos des Ersten und Ottos des Zweiten, den Palmsonntag in Magdeburg und das Osterfest in Quedlinburg zu feiern. Während der Rituale des Osterfestes bezeichneten ihn seine Anhänger öffentlich als König. Diejenigen, die Heinrich den Zänker nicht als König sehen wollten, blieben dem Osterfest in Quedlinburg aber fern. Und das war offenbar die Mehrheit der sächsischen Großen. Diese versammelten sich auf einer Burg und beschlossen, die Königspläne Heinrichs des Zänkers zu vereiteln. Um dieses Ziel zu erreichen, bildete man eine Schwureinung, eine Conjuratio. Heinrich der Zänker reagierte sofort darauf und versuchte, die Gegner einerseits durch militärische Drohungen einzuschüchtern und andererseits durch Versprechungen auf seine Seite zu ziehen. Als dies nicht gelang, eilte Heinrich der Zänker nach Bayern weiter, um dort die erforderliche Unterstützung für seine Königspläne zu erhalten. In seinem angestammten Herzogtum bekam er sie. Danach reiste er nach Franken und nach Schwaben weiter. In beiden Gebieten verweigerten die Großen aber die Zustimmung zur Königserhebung
Heinrichs des Zänkers. Nach einer Analyse der politischen Situation, die große Mehrheit der geistlichen und weltlichen Großen außerhalb Bayerns war gegen ihn, beschloss Heinrich der Zänker einzulenken und das königliche Kind seiner Mutter, der Kaiserin Theophanu, zurückzugeben. Allerdings unter der Voraussetzung, dass er künftig wieder als Herzog von Bayern amtieren durfte. Heinrich der Zänker verzichtete also auf den Versuch, seine Ansprüche mit Gewalt durchzusetzen, was den Herrschaftsverband des Regnums und Imperiums, das Netz der sozialen Führungsgruppen, für mehrere Jahre zerrissen hätte. Mit Hilfe von Vermittlern wurden entsprechende Verhandlungen zwischen den Kaiserinnen Theophanu und Adelheid, der Mutter und Großmutter Ottos III. Und Heinrich dem Zänker geführt. 986 waren sie abgeschlossen. Heinrich der Zänker durfte als Herzog von Bayern in den Verband des nordalpinen Regnums zurückkehren. Das Verhandlungsergebnis wurde zu Ostern 986 in Quedlinburg öffentlich präsentiert. An demselben Ort und dem gleichen kirchlichen Hochfest, an dem Heinrich der Zänker 2 Jahre zuvor königliche Ambitionen kundgetan hatte, lief nun ein ganz anderes Ritual ab. In Quedlinburg übernahmen 4 Herzöge symbolisch Hofämter und dienten König Otto dem III. Heinrich der Zänker versah das Hofamt des Truchseß. Der Herzog von Schwaben diente als Kämmerer, der Herzog von Kärnten als Mundschenk und der Herzog von Sachsen als Marschall. Damit war dieser potenziell große Konflikt beigelegt. Für alle Versammelten in Quedlinburg war klar, dass sich diese 4 Herzöge der Königsherrschaft Ottos des III. Zuordneten. Auf der Seite Ottos des III. Hatten vor allem der Erzbischof Willigis von Mainz, der ranghöchste Kirchenfürst im nordalpinen Reich, und Erzbischof Johannes von Ravenna vorrangig mit dafür gesorgt, dass das Königtum Ottos des III. Fortgesetzt werden konnte. Sie hatten Otto den III. Zu Weihnachten 983 in Aachen die Weihen gespendet und waren dadurch fest an ihn gebunden. Dazu kamen viele geistliche und weltliche Große, die bei der Königserhebung Ottos des III. In Verona und Aachen dabei gewesen waren und Otto dem III. Treue geschworen hatten. Die Führung der Regentschaft für den inzwischen 5-jährigen Otto den III. Übernahm seit 986 seine Mutter, die Kaiserin Theophanu. Das war eine Neuerung im nordalpinen ostfränkischen Regnum. In Byzanz war die Regentschaft der Kaiserin für ihren unmündigen Sohn schon sehr lange etabliert. Durch die Byzantinerin Theophanu wurde diese Form der Regentschaft nun auch im ostfränkischen Reich eingeführt. Ihr zur Seite standen vor allem der Erzbischof von Mainz und der Bischof von Worms. In der Zeit der Regentschaft stellte man am ottonischen Hof Urkunden auf den Namen des kleinen Otto aus. Natürlich war der minderjährige Otto der III. Nur fiktional an den Beurkundungen und den vorausgehenden Verhandlungen beteiligt. Die eigentlichen Regenten im nordalpinen Reich waren die Kaiserin Theophanu sowie der Erzbischof von Mainz und der Bischof von Worms. Vor allem letzterer sorgte für die Dokumentation von Vereinbarungen zwischen der Regentschaft und den regionalen Fürsten in Form von Urkunden, in denen man den kleinen Otto symbolisch als regierungsfähigen König mit voller königlicher Titulatur präsentierte. Dafür ließ die Regentschaft auch ein spezielles Siegel anfertigen. Man stellte darauf den damals erst 5-jährigen Otto den III. Als erwachsenen, regierenden König mit seinen Insignien dar, so wie es durch die Protokolle und die Texte der Urkunden suggeriert wurde. In den Texten erschienen dann die eigentlichen Regenten als Fürsprecher des jeweiligen Empfängers.
Zudem führte man immer möglichst viele Fürsten namentlich auf, die der beurkundeten Vereinbarung zustimmten. Auf diese Weise schuf man einen breiten Konsens und einen großen Kreis von Fürsten, die die Regentschaft mittrugen. Fast alle von ihnen waren zuvor durch Kaiser Otto II. Und Theophanu gefördert worden. Zu den Geförderten, meine Damen und Herren, gehörte auch ein Geistlicher namens Giselher, der mit Hilfe Ottos II. Und Theophanus Karriere gemacht hatte. Als Adalbert I., Erzbischof von Magdeburg, 981 starb, nutzte Otto II. Die Möglichkeit, die Binnenstruktur der 968 rechtlich gegründeten Magdeburger Kirchenprovinz zu korrigieren. Es hatte sich inzwischen erwiesen, dass die Bistümer Merseburg, Meißen und Zeitz viel zu nah beieinander lagen und wirtschaftlich nicht ausreichend abgesichert waren. Deshalb wurde in Absprache zwischen Erzbischof Adalbert von Magdeburg, also noch zu dessen Lebzeiten, dem Kaiser und dem Papst die Auflösung des Bistums Merseburg vorbereitet. Giselher, dem amtierenden Bischof von Merseburg, offerierte man für dessen Zustimmung zur Auflösung seines Bistums den Aufstieg zum Erzbischof von Magdeburg. Nach dem Tode Erzbischof Adalberts von Magdeburg wurde der Plan realisiert. Nach der Wiederherstellung des Merseburger Bistums 1004 schrieb der seit 1009 amtierende Bischof Dietmar von Merseburg eine Chronik seines Bistums mit dem Hauptziel, eine abermalige Auflösung seines Bistums mit allen Mitteln zu verhindern. Aus der Retrospektive von mehr als 30 Jahren gab er Bischof Giselher und Kaiser Otto II. Die Hauptschuld an der Auflösung seines geliebten Merseburger Bistums. So schilderte er die Vorgänge aus seiner ganz subjektiven Perspektive. Nach dem Tode des Magdeburger Erzbischofs 981 sei der ehemalige Domscholaster Otrich durch die Domherren zum Nachfolger gewählt worden. Danach schickten die Magdeburger eine Gesandtschaft an den Kaiserhof nach Italien, um Otto II. Zur Zustimmung zur Wahl und um die Investitur des Elekten zu bitten. In Italien angekommen, habe sich die Gesandtschaft an Bischof Giselher von Merseburg gewandt, der am Hof weilte und diesen um Fürsprache beim Kaiser ersucht. Und dieser Giselher habe versprochen, dies zu tun, aber er habe falsches Spiel getrieben und nur seinen eigenen Vorteil gesucht. Als er dem Kaiser die Ankunft der Magdeburger Gesandtschaft meldete, habe er sich dem Kaiser flehend zu Füßen geworfen und inständig den versprochenen und lang erwarteten Lohn für seine langjährigen Dienste erbeten. Und der Kaiser habe ihm diese Bitte sogleich gewährt. Nachdem Giselher, so Dietmar weiter, die Zustimmung des Kaisers erhalten hatte, habe er alle für die Angelegenheit wichtigen Fürsten, vor allem die römischen Bischöfe, bestochen, um seinen Plan zu realisieren. Sogar die Hilfe des Papstes habe er erlangt. Eine römische Synode fasste aufgrund einer kirchenrechtlich relevanten Klage des Halberstädter Bischofs gegen die Errichtung des Merseburger Bistums den Beschluss, Merseburg wieder aufzuheben. Zudem gestattete man den Wechsel Giselhers nach Magdeburg und seine Erhebung zum Erzbischof. Bischof Dietrich von Metz, ein Vertrauter Kaiser Ottos II., begleitete den neuen Erzbischof Giselher nach Magdeburg und sorgte dort für die Aufteilung Merseburgs unter die Bistümer Halberstadt, Magdeburg, Meißen und Zeitz. Aus der Sicht des späteren Chronisten Dietmar war dieser Bischof von Metz außerordentlich korrupt. Er schildert ihn in seinem Werk wie folgt, ich zitiere und übersetze. Dieser, also der Bischof von Metz, war ein sehr einflussreicher Freund des Kaisers und gehörte zu den Bestochenen. 1000 Pfund Gold und Silber
hatte er für die Verdunkelung der Wahrheit vom Erzbischof Giselher erhalten. Einmal entbot ihm einer auf Geheiß des Kaisers scherzhaft den Morgengruß: Gott sättige dich im Jenseits mit Gold. Wir hier unten können es alle nicht. Nun, meine Damen und Herren, der Chronist Dietmar von Merseburg hat die Vorgänge nach mehr als 3 Jahrzehnten vermutlich nicht mehr ganz durchschaut. Für ihn waren der karrieresüchtige Giselher und Otto II. Die Hauptschuldigen für die Auflösung seines Bistums. Diese beiden Herren versah er mit vielen negativen Eigenschaften. Seine hauptsächliche Darstellungsabsicht stimmt mit der Verurteilung der beiden hauptsächlichen Beteiligten überein. Ob Erzbischof Giselher ein eigensüchtiger Karrierist war oder nicht, lässt sich an seinem Verhalten nach dem Tode Otto II. Seines Förderers vielleicht ablesen. Eigentlich hätte er zusammen mit Erzbischof Willigis von Mainz, der durch Otto II. Zum Erzbischof befördert worden war, und dem Erzbischof von Ravenna, der ebenfalls durch Otto II. Befördert worden war, und den beiden Kaiserinnen das Königtum Ottos III. Gegen die Ambitionen Heinrichs des Zänkers verteidigen müssen. Das tat er aber nicht. Erzbischof Giselher wechselte die Seiten und unterstützte 984 Herzog Heinrich, den Zänker, bei dessen königlichen Ambitionen. Er lud den Zänker nach Magdeburg ein und ermöglichte ihm in ottonischer Tradition den Palmsonntag in Magdeburg und anschließend das Osterfest in Quedlinburg zu feiern und dort seine Königspläne zu verkünden. Theophanu und später Otto III. Haben ihm diesen Seitenwechsel nicht verziehen. Sie versuchten beide, das Bistum Merseburg wiederherzustellen und Giselher zur Rückkehr von Magdeburg nach Merseburg und damit zur Rückstufung zum Bischof zu zwingen. Es ist ihnen nicht gelungen. Giselher hielt bis zu seinem Tode 1004 C an der erzbischöflichen Würde von Magdeburg fest. Nach seinem Tode stellte König Heinrich II. Das Merseburger Bistum dann wieder her. Ob Giselher ein Karrierist war oder nicht, lässt sich mit Hilfe dieses Kriteriums allerdings auch nicht klären. Wie die meisten von Ihnen vielleicht wissen, hat es im Jahre 983 einen sehr großen Slawenaufstand gegeben, der sowohl die ottonische Markenorganisation als auch die Bistumsorganisation weitgehend beseitigt hatte. Und Magdeburg war damit wieder ein Grenzbistum zu den slawischen Gebieten. Möglicherweise, und das jetzt positiv gewendet, benötigte Erzbischof Giselher einen kampferprobten König, der in der Lage war, die sächsischen Grenzen zu verteidigen, was man mit Hilfe eines königlichen Kindes jedenfalls nicht konnte. Letztendlich wird man es nicht entscheiden können, ohne eine gewisse Ambitioniertheit kann man sich aber auch kaum vorstellen, dass man von Merseburg nach Magdeburg wechselt und wirklich viele, viele Synoden übersteht, die auf die Absetzung drängen. Bis zu seinem Tode 1004 hat er es wirklich durchgehalten. Also ein gewisses Maß an Interessiertheit an der eigenen Karriere, glaube ich, kann man ihm bescheinigen. Wie dem auch sei, die Kaiserin Theophanu führte die Regentschaft für ihren Sohn Otto III. Sehr erfolgreich. 989 und 990 unternahm Theophanu eine Italienreise und repräsentierte das ottonische Kaisertum in den italienischen Zentralorten Rom und Ravenna. An beiden Orten stellte sie in ihrem eigenen Namen Urkunden für italienische Empfänger aus. Das heißt, man nannte sie in der Intitulatio als Ausstellerin. Sie berief sich dabei auf ihre Regierungszeit mit Kaiser Otto II. Und ihre Mitgliedschaft im westlichen Kaiserkonsortium seit ihrer Eheschließung 972. Sie sicherte damit die Kontinuität des ottonischen Kaisertums,
das 996 durch ihren Sohn Otto III. Fortgesetzt wurde. Seit 997, als das ottonische Kaisertum in dritter Generation existierte, bezeichnete man den westlichen Kaiser in den Urkunden nun als Imperator Romanorum und setzte ihn so mit dem Basileus in Konstantinopel gleich. Kaiser Otto III. Gelang es auf dem Verhandlungswege vom Basileus, die Zustimmung zu einer Heirat mit einer purpurgeborenen byzantinischen Prinzessin zu erlangen. 1001 landete die byzantinische Braut in Bari in Süditalien. Nach dem überraschenden Tod Ottos III. Im Januar 1002 musste die Braut leider wieder umkehren. Das, meine Damen und Herren, ist aus vielen Gründen wirklich sehr, sehr schade. So werden wir nie erfahren, ob die Braut Ottos III. Eine ebenso prächtige Ausstattungsurkunde erhalten hätte wie Theophano 972. Zudem wäre es sehr interessant gewesen, wie die Protokollexperten die Rangdarstellung bezüglich des östlichen und des westlichen römischen Kaisers gemeistert hätten. Vermutlich hätte man eine lateinische und eine griechische Version ausgefertigt mit unterschiedlichen Rangdarstellungen, damit man sie an dem jeweiligen Hauptort zeigen konnte. Wie dem auch sei, meine Damen und Herren, mein heutiger Vortrag ist aus dem neuen Rahmenforschungsprofil des Historischen Seminars an der Universität Leipzig abgeleitet. Dieses Forschungsprofil lautet Hegemonien, Imperien, Unionen, Forschungen über gesellschaftliche Organisationsmodelle und Strukturen in Europa und der Mittelmeerwelt von der Frühgeschichte bis zur Gegenwart. In verschiedenen Fächern schenkt man differenzierten Analysen imperialer Außen- und Binnensphären schon sehr lange besondere Aufmerksamkeit. Untersucht werden unter anderem horizontale und vertikale Integrations- und Desintegrationsformen, imperiale Konzepte und Legitimationen, imperiale Ordnungsstrukturen und so weiter. Diesem Forschungsfeld wendet sich das Historische Seminar auf der Grundlage historischer Kriterien stärker zu und setzt dabei eigene Akzente. So werden die vielen verschiedenen Erscheinungsformen von Imperien, die sowohl auf der theoretischen als auch auf der politisch-organisatorischen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Ebene ganz unterschiedliche Dimensionen und Reichweiten besaßen, empirisch und komparatistisch untersucht. Zudem werden nicht nur Imperien, sondern auch Hegemonien, also Beziehungsgefüge zwischen annähernd gleichen Partnern mit einem Primus inter pares, und Unionen, also Zusammenschlüsse weitgehend gleichberechtigter Partner und deren Wechselwirkungen aus diachronen und synchronen Perspektiven erforscht. Aus historischer Sicht gilt es, diese idealtypischen Konzepte kritisch zu prüfen und durch empirische Studien zu differenzieren oder auch zu widerlegen. So verwandelten sich Hegemonien häufig in Imperien und umgekehrt. Unionen existierten außerhalb und innerhalb von Imperien, im Rahmen von Unionen entstanden Hegemonien und so weiter und so fort. Unser Interesse soll besonders mehreren gleichzeitig neben und miteinander bestehenden Imperien, Hegemonien und Unionen innerhalb einer Epoche gelten, wie das von der Antike über das Mittelalter und die frühe Neuzeit bis in die Gegenwart möglich ist. Die gleichzeitige Existenz mehrerer Imperien und Hegemonien nebeneinander war aus langer historischer Perspektive die Regel und die Herrschaft nur eines Imperiums die Ausnahme. Überdies zählen auch Verschränkungen zwischen Imperien, Hegemonien und Unionen zu unserem Forschungsgegenstand. So bildete etwa die Union zwischen dem deutschen und dem italienischen Regnum viele Jahrhunderte den Kern der Binnensphäre des Heiligen Römischen Reiches. Innerhalb dieser Union wechselten gleichberechtigte und hegemoniale Beziehungen
einander ab. Dazu kommt der diachrone Vergleich solcher Organisationsstrukturen über mehrere Epochen hinweg. Bei der heutigen Europäischen Union handelt es sich theoretisch um einen Zusammenschluss weitgehend gleichberechtigter Partner. Aber natürlich existieren in der Union auch hegemoniale und hierarchische Strukturen, die in ihren Formen wechseln. Wenn Sie also, meine Damen und Herren, mehr über Hegemonien, Imperien und Unionen erfahren möchten, dann lade ich Sie zur Ringvorlesung des historischen Seminars in den kommenden Semestern ein. Im Januar wird der Kollege Wolfgang Köpken, der die osteuropäische Geschichte vertritt, den nächsten Vortrag in der Vorlesungsreihe halten. Sie wird im Laufe des November auf der Homepage des historischen Seminars und im Dezember durch Plakate angekündigt. Für heute danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus